Wir haben uns mal zusammengeführt vor 13 Jahren und haben hier eine historische Spandauer Stadtgarde gegründet. Und zwar aufgrund dessen, weil hier in der Zitadelle das Prinz-Heinrich-Regiment gelegen ist. Und von dem Prinz-Heinrich-Regiment haben wir uns die Uniformen herstellen lassen, dass das alles originalgetreu ist. Also die Stadtgarde hat mal die Ziele, das preußische Tum zu bewahren. Fernerhin ist unsere Garde dahin ausgerichtet, dass wir auch vieles sozial tun. Das Tabakkolloquium machen wir einmal im Jahr ganz groß. Früher hat der große König hat auch ein Tabakkolloquium und da konnten die Politiker und wo eingeladen waren, mal frei über alles reden, ohne dass der König böse war. Und hier können die Politiker reden und der Kommandant lacht darüber. Ach, für Militärmusik, was preußische Märsche sind, da kommt unser Blut in Wallung. Kling, kling, bum, bum und ching, da, da, zieht dem Triumph der Perserschar und um die Ecke brausend bricht's wie Tuberton des Weltgerichts. Voran der Schellenträger, voran der Schellenträger, der Schellenträger. Brumm, brumm, das große Bombardon, der Beckenschlag, das Helikon, die Piccolo, der Zinkenist, die Türkentrommel, der Flötist. Und dann der Herr Hauptmann. Und dann der Herr Hauptmann. Der Herr Hauptmann. Der Militärkapellen muss kriegerisch, sonor, zuweilen lustig, zuweilen ernst sein. Die Melodie muss scharfe Takte haben und einfach sein, damit sie den Soldaten anrege, ergötze, sich ihm ins Gedächtnis setzt, ja ihn zum Singen ermuntere und ihm sein Leiden, Müdigkeit und Gefahren vergessen mache. Als wichtigste Eigenschaft der echten Militärmusik erscheint mir aber unerlässlich Volkstümlichkeit. So äußerte sich Jean-Jacques Rousseau vor 200 Jahren. Und wie steht's heute um die Militärmusik? Was ist das überhaupt? Blasmusik? Marschmusik? Musik nur von Armeeangehörigen gespielt? Musik zur Unterhaltung? Kriegsmusik? Ja, Militärmusik, mit diesem Begriff tun wir uns in Deutschland eigentlich ein bisschen schwer. Wenn ich etwas nach Süden schaue, zum Beispiel nach Österreich, dort sagt man einfach, es kommt die Militärmusik und spielt. Oder die Militärmusik spielt. Dort fragt man nicht danach, wer was spielt, sondern eben die Militärmusik, die spielt Walzer, die spielt Märsche, die spielt Bläsersymphonien und so weiter. Die Militärmusik in dem Begriff, wie Sie das jetzt wahrscheinlich meinen, ist ja heute gar nicht mehr existent. Militärmusik ist für mich einmal der Dudelsackpfeifer, der vor den englischen Truppen in die Normandie eingezogen ist. Auf der anderen Seite der Badenweiler Marsch, der hinter Adolf Hitler hergedonnert ist und so weiter. Militärmusik ist für mich ein paradoxer Begriff. Militärmusik hat für mich immer was mit Parade, mit was Feierlichem auch zu tun und mit was Fröhlichem. Militärmusik ist
Einfach gesagt, ist Musik, die von uniformierten Orchestern gespielt wird. Das Janger vom Volkslied zum Schlager, zur Opernmelodie, Operette, die spielen alles. Ich bin eigentlich ein Fan von Militärmusik, mag aber am liebsten die alten Märsche in der Fassung des 18. Jahrhunderts, weil sie ein ganz anderes Lebensgefühl widerspiegeln und nicht so materialisch sind und nicht so aufreizend. Und wenn ein Marsch gespielt wird, haben ja heute nicht mehr viele Leute Beziehung und beziehungsweise Ahnung zu Märschen, aber ich kann zu einer ganzen Reihe von Märschen die Texte und die singe ich dann auch lauthals mit. Also ich bin alter Kommissknochen und ich muss immer wieder sagen, Militärmusik ist was ganz Besonderes. Man kann es jetzt nicht vergleichen mit einem Symphonieorchester, aber Militärmusik, sie reicht von der Klassik zur Marschmusik und bis zum modernen Jazz, Soul, Swing. Alles, was man mit Musik betiteln kann. Militärmusik. Wir sind gewissermaßen das Betriebsorchester der Bundeswehr und erfüllen alle Anforderungen, die die Bundeswehr an uns stellt, militärmusikalisch. Und die lässt ihr Betriebsorchester schon mal im Regen stehen. Eine derartige Wetterlage hätte allerdings Besucher und Orchester jeder anderen Open-Air-Veranstaltung zu panikartiger Flucht veranlasst. Nicht so die Militärmusiker. Mit preußischer Disziplin und stoischer Gelassenheit stehen Mensch und Instrument das durch. Und mit links 2, 3, 4. Und dem Spottvers im Sinn geht's ab. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Schon mal eine tolle Erfahrung. Ich habe noch nie im prasselnden Regen gestanden und geblasen, aber es geht. Ne? Es gibt dann extra Instrumente dafür, die halt nur für schlechtes Wetter genommen werden. Und es war ja abzusehen, dass es regnen wird, weil für draußen nehmen wir immer dieselben Instrumente. Und dann nimmt man natürlich nicht eigene gute Konzertpunkte, sondern die Sachen, da war es kein Problem. Man weicht eben ein und bläst. Und die Sachen kann man aus dem Kopf, also von daher auch kein Problem. Robert Winsen leistet beim Heeresmusikchor 400 seinen Grundwehrdienst ab, will dann nach einem Musikstudium in ein klassisches Sinfonieorchester gehen. Muss er sich umstellen? Naja, es ist eine andere Blaskultur als in einem sinfonischen Orchester, das ist ganz klar. Und man muss sich auch darauf einstellen und vor allem darauf achten, wenn man jetzt mal in die klassische Richtung gehen will, dass man eben flexibel bleibt und diese Feinheit, die in der Klassik verlangt sind, sich behält. Das ist also hier nicht unbedingt so verlangt. Es geht ja rustikaler und glasweiß, ist das, sag ich mal so, ne? Man sitzt halt selten in wohltemperierten Konzertsälen. Für die bisher einzige Frau im Musikchor brachte das öffentliche Gelöbnis eine umwerfende Erfahrung. Eigentlich ein aufregendes Erlebnis gewesen, bloß der Regen halt ein bisschen gestört, aber als Soldat muss man das hin. Aber so ganz durchgestanden haben Sie es nicht, ne? Ja, es war ein bisschen die Aufregung, denke ich mal, und da hat es mich halt umgehauen. Aber ich sag mal, so lange ist man ja auch noch nicht dabei und dann kann man da noch mal ein Auge zudrücken. Eine Truppe ähnlich diesem vielfach ausgezeichneten Fanfarenzug Potsdam war ihr Sprungbrett für die musikalische Laufbahn beim Militär.
Neustadt, da war ich halt im Spielmannzug gewesen und im Prinzip der Vorläufer vom Orchester. Also sprich, wenn irgendwo ein Gelöbnis ist, dann laufen wir halt vor dem Orchester und führen die halt auf den Saal oder auf den Platz, wo auch immer das ist. Hier muss nun kein Spielmannszug mit Trommeln und Pfeifen die Musiker an den Ort des Geschehens führen. Es ist ein Platzkonzert. Das Heeresmusikchor 400 spielt im Internationalen Bildungszentrum Bogensee nahe Berlin zur Unterhaltung klassische Musik. Franz Schubert, Militärmarsch Nummer 1. Klassiker machten ja keineswegs einen Bogen um dieses Genre. Haydn, Mozart, Beethoven schrieben Märsche für das Militär. Berühmt Beethovens Yorkshire Marsch. Wie sie auch Tänze und Ständchen schrieben, eben zur Unterhaltung. Denn die Trennung von sogenannter E- und U-Musik gab es damals noch nicht. Schubert-Marsch oder dem Marsch eines anderen Klassikers wurden sicher nicht gerade feindliche Stellungen erobert. Dafür hinterließen die Feinde aber bleibende Eindrücke. Vor allem die Janitscharenkorps, die Gardetruppen des Sultans, reizten mit ihren exotischen Klängen die europäischen Ohren. Mit Trommeln zum Beispiel oder dem Becken, dem Priangel, das sind Instrumente, die aus der Janitscharenmusik mit in das europäische Militärorchester kommen. Die Europäer sind mit der Janitscharenmusik vertraut geworden, als die Türken vor Wien standen. Und man findet diese Einflüsse der Janitscharenmusik auch in der klassischen Musik, sozusagen im Symphonieorchester. Dann später ein Beispiel ist zum Beispiel die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart, indem er als Bühnenmusik selbst diese Janitscharenmusik verwendet. Und weil das eben so schön martialisch auch geklungen hat und wenn man so einen großen Schellenbaum vor sich herträgt, das wirkt einfach und auch das Glockenspiel. Ja, also Militärmusik gibt es so lange, wie es Militär überhaupt gibt. Schon in der Antike gibt es Militärmusik. Wir verstehen hier in Europa Militärmusik als die Musik, die auch den einzelnen Heeresteilen zugeordnet ist. Und das geht so im 16., 17. Jahrhundert eigentlich los. Das beginnt erst mit den Oboisten. Das sind Musiker, die hauptsächlich Holzblasinstrumente spielen, und später kommen dann Trompeten und Hörner hinzu. Das war dann eigentlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Formation haben, die man auch heute noch hören kann. Dies merkwürdige Gefährt fehlt allerdings heute im Tross. Das ist der bekannte preußische Paukenwagen, der noch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Potsdam gewesen sein soll. Und zwar wird der Paukenwagen auch gelegentlich von Hunden gezogen. Hier hat man dann zwei Pferde vorne angespannt. Es ist so, dass man die Pauken halt irgendwie aufsetzen muss. Die Pauken kann man sich nicht einfach umhängen, um dann da drauf zu schlagen, sondern man muss die nebeneinander, man hat immer mindestens zwei Pauken, nebeneinander postieren. Und jetzt, um damit voranschreiten zu können und damit voranziehen zu können, muss man die irgendwo auf den Wagen stellen. Und dieser Wagen ist dann nun von diesen beiden Hunden gezogen worden. Man kannte ihn in ganz Europa eigentlich, diesen preußischen Paukenwagen. Trompeten glänzten im 17. Jahrhundert die Fürstenhöfe. Die Trompeter bliesen zur Tafel und den Tusch zum Trinkspruch, sie bliesen zur Krönung, wie hier, und zur Beisetzung. Doch im 18. Jahrhundert ändert sich der höfische Geschmack, vornehmlich Musik für Streicher ist gefragt. Bach, Händel, Vivaldi kommen in Mode. Die Trompeterkorps werden zu den Soldaten abgedrängt. Dort blasen sie mit eisernen Lippen den schärfsten Galopp. Sie blasen die Signale zum Wecken, zum Angriff, zum Zapfenstreichen.
Und die Pauken und Trommler geben den Takt für das Fußvolk, das sich allmählich aus den wilden Heerscharen der Landsknechte formiert. Nun wird im gleichen Schritt marschiert. Die Musiker bestimmen mit ihrem Spiel das Tempo der vorrückenden Truppen. Die Militärmusik wird Kriegsmusik. Zur musikalischen Entwicklung verändert sich das äußere Erscheinungsbild der Truppen. Kann man das ganz einfach erstmal optisch demonstrieren? Der normale Soldat war schlicht und einfach und trug sein Pickelhäubchen ohne Zierrat im normalen Dienst. Zur Parade wurde dieser mit einer schwarzen Puschel, so wie hier bloß in Rot, was eben den Musiker auszeichnete, der dann auch auf seiner Uniform sogenannte Schwalbennest hat. Die Uniformen sehen zwar gleich aus, bloß sie unterschieden sich eben an den bestimmten Effekten, die dann auf der Uniform aufgenäht wurden. Frankreich war zur Zeit immer ein bisschen ausschlaggebend in der Mode, auch in der Uniformierung. Und das friedrichianische Preußen war ja auch noch ein bisschen an Frankreich angelehnt, bloß dass die Waffenfarbe anders war, dass eben Frankreich war damals weiß, die Grundfarbe, Preußen war blau, Russland war grün, so hatten sie ihre eigenen Farben, aber im 18. Jahrhundert, wie gesagt, wurden sie schon uniformierter, was auch der Name sagt, gleich aussehend. Und seit die festen Heere waren, da war man dann schon präziser in der Gestaltung der Uniform. Und die wilden Haufen waren damit nicht mehr vorhanden wie die Landsknechte oder Söldner Heere. Hatte schon Leopold I., Fürst von Anhalt-Dessau, preußischer Generalfeldmarschall, mit dem Gleichschritt in die Truppe gebracht. Und natürlich hatte sein Regiment auch einen Regimentsmarsch, nach ihm benannt, der alte Dessauer. Es heißt, dass der Fürst sehr unmusikalisch war und die Melodie seines Marsches die einzige, die er beherrschte und auf die er alles sang, auch Choräle. Die Landsknechtsheere, da war das eigentlich schon so, dass die synchronisiert werden mussten, damit sie richtig gemeinsam angreifen. Also das, was nachher als links 2, 3, 4 geübt wurde im Drill. Und das wurde verstärkt durch ganz bestimmte Trommelrhythmen einer bestimmten Geschwindigkeit, nämlich die dem Marschtempo 114 nannte man das beim preußischen Gommis, sodass also alle Griffe, alle Handlungen und so weiter richtig ritualisiert waren. Das nämlich, das war ein entscheidender Punkt. Die Soldaten durften nicht denken, sondern die sollten handeln und zwar nach dem Takt. Zur Flaggenparade. Wird gespielt bei verschiedenen Zeremoniellen.
Gelöbnissen oder auch anderen Zeremoniellen, wenn dort die Truppenfahne oder andere Fahnen gehisst werden, spielt man dieses Flaggensignal, Flaggenparade. Zum Befehl heißt Flagge oder zum entgegengesetzten Befehl, wenn es wieder heißt Flagge einholen, dann kommt das Signal. Die Signalschiene sozusagen, die ist natürlich viel älter, die geht, das war ja ein Verständigungsmittel. Das ist ja auch im Militär, in der Militärorganisation als Nachrichtenmittel genauso gewesen wie zum Beispiel bei den Bauern in Bergen. Also die Alphörner waren ja überhaupt keine Musikinstrumente bei den Schweizern, sondern Signalinstrumente. Die sind erst aufgekommen als Musikinstrumente, als die ersten Touristen kamen und sie angestaunt haben. Und so ähnlich war es natürlich auch mit der Militärmusik. Die hat ja dann Signalcharakter gehabt. Das heißt, das Militär war musikalisch durchorganisiert. Wie gesagt, morgens früh vom Wecken und bis abends zum Zapfenstreich. Man wurde zur Attacke geblasen und es wurde alles mit Signalen gemacht. Das war eine Sprache. 1, 2, 3. Zack, drehen. Schneller drehen. Diese Sprache wird hier in der Tresco-Kaserne von Freiwilligen mühsam geübt. Ja. Also Waffe runterrutschen lassen, Mündung und Strand. Alle anderen schon mal zurück. Gut, da war doch noch. Also alle, das ist Tempo, nur Tempo 1 ist das. 1, 2, 3. Nach vorne und schon wieder nach vorne. Die Riesengarde, einst Lieblingsspielzeug des Soldatenkönigs, ist heute eine, wenn auch nicht von allen, geliebte Touristenattraktion in Potsdam. Und wie man sieht, ist die exakte Synchronisation ein schwierig Ding. Herr Premierkapitän, übernehme das Kommando und führe die Wachparade durch. Nicht nur die langen Kerls, auch dieses Gebäude gehört zur Potsdamer Tradition. Hier im 1724 erbauten Militärwaisenhaus wurde die Hinterlassenschaft der langen Kerls großgezogen. Da Friedrich Wilhelm I. sparsam war und sein Heer liebte, errichtete er in dem Militärwaisenhaus die erste Schule für Tambure, Pfeifer und Hoboisten. Ein Bericht von 1740 meldet, verwichenen Sonntag haben seine Majestät 39 von unseren Waisenknaben als Tambours unter die hiesigen Garnisonen verteilt. Dabei war das Interesse des jeweiligen Leiters nicht ganz uneigennützig. Wobei ja dieser berühmte Brief an Friedrich den Großen noch gegangen ist, wo der Direktor dieser Schule reklamiert hat für sich, dass er diese Schüler an die Regimenter verkaufen kann, wo er will. Das heißt, das war schon ein durchorganisiertes Geschäft und wer da gut war, das musste dann auch gut bezahlt werden. Das war also, auch das Militaristische war zum Teil privatisiert und zum Teil also sehr stark mit finanziellen Bedürfnissen verknüpft. Viel stärker als man denkt, nicht? Üb immer Treu und Redlichkeit blieb der fromme Wunsch des Erbauers der Garnisonkirche in Potsdam, an die heute nur noch das gestiftete Glockenspiel erinnert. Der Zweite Weltkrieg hat die Kirche zerstört und er hat auch erheblich am Image der Militärmusik genagt. Wenn heute die langen Kerls im holprigen Gleichschritt durch den Park von Sanssouci marschieren, dann ist das im Zeitalter von Funk und Fernsehen
ein Touristenspektakel, aber kein die Massen bewegendes militärisches Ereignis. Das war zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ganz anders. Nach 1815 haben wir ja gerade in Preußen und in Berlin eine Tatsache zu verzeichnen, dass nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich es zwar den Leuten sehr schlecht ging, weil die materiellen Kräfte doch erschöpft waren, aber andererseits eine sehr große Übereinstimmung zwischen Militär und Bevölkerung gewesen ist. Und der tägliche Wachaufzug unter den Linden, das war ja fast schon eine Andacht, nicht? Dass also Hunderte marschierten dort mit, immer so ab 11:45. Und daraus entwickelt sich dann auch die Tradition, dass die Orchester nach dem großen Wachaufzug für die Bevölkerung aufspielten. Und dann ist es ja nur der nächste Schritt, dass man dann auch in derartige Vorstadtlokale geht und dann sonntags vormittags dann die Militärmusik musiziert, nicht nur Märsche, sondern eben auch populäre Dinge. Spielen hatte ja Napoleon mitgebracht nach Berlin mit der Besatzung, den Ball Champêtre, den Ball im Freien. Und das gefiel damals in Berlin so gut, dass es sich dann nach Abzug der Truppen fortgesetzt hat. Vorher gab es ja auch schon Gartenkonzerte, das war die Zelten, nicht die Zelte, Zelten, also im Dativ bitte gebrochen, im Spreebogen, da wo wir jetzt wieder anfangen, unser Zentrum zu errichten. Und das war aber eigentlich mehr so ein kleinbürgerliches Ausflugswesen, was sich dort etablierte. Dann müssen wir bedenken, Kreuzberg natürlich, die Tivoli, und wo auch noch viel mehr stattfand als nur eben Militärmusik. 28, das kam ein bayerischer Küfer, sonst kennen wir den Namen Popf, nach Berlin und brauchte das erste fremde Bier, und dann siedelten sich rund um Kreuzberg und am Tempelhof siedelten sich unheimlich viele Brauereien an mit eigenen Gärten. Dann mit Zerner, Treptow, das war natürlich sehr weit draußen. Ein Zeitgenosse berichtet, die ehrbaren Bürger, selbstverständlich mit Frau und Kindern, haben sich ihren Kaffee und Streuselkuchen schon mit einer halbnächtlichen Wanderung verdient. Nun müssen sie sich ihr Frühstück auch noch regelrecht erstürmen. Die Mutter übernimmt den Kampf an der Kaffeeküche. Im Eierhäuschen beginnt die Berliner Tradition, hier können Familien Kaffee kochen. Das ist hier nicht. Hier ist eigentlich mehr diese Biergarten-Atmosphäre Berliner Art, nicht bayerischer Art, wo man sich am Sonnabendabend oder am Sonntag, man fing ja im 19. Jahrhundert, wurde ja sonntags mittags nach der Kirche getanzt. Nicht so, wie wir das heute machen in den Abendstunden, weil man ja den Sonnabend nicht frei hatte und am Montag wieder früh zur Arbeit gehen musste. Und es spielten dann hier Kapellen auf, man ging hier sehr in Familie. Das ganze Gartenkonzertleben konzentrierte sich ja auf den Tiergarten. Und zwar am Südrand. Der König hatte ja verboten, dass der Tiergarten durfte ja nicht geschändet werden. Das durfte also nicht im Tiergarten ein Lokal sich etablieren. Und darum fing es an, so um 1812, 1814, mit dem Hofjägergarten am äußersten Ende. Da haben wir ja heute noch die Ecke, die gibt es ja nicht mehr. Und da fand ja nun alles statt an den großen Gartenkonzerten. Kroll kam dann etwas später danach, kam in den 40er Jahren, 38, 40, auf anderen Ende.
Russischer Militärmusik hat sich sogar bis Amerika herumgesprochen. Ich spiele die Basstrube. Ich bin auch ein Blasorchesterdirigent und deswegen habe ich die Namen Wieprecht gelesen. Immer in Büchern über die Basstrube oder über Blasmusik in allgemein, nicht preußische Musik besonders, aber Blasmusik. Und es hat eine Verbindung mit Blasorchestern, Sousa zum Beispiel in Amerika. Alle die Ideen. Sousa hat viele Ideen von einem Herr Wieprecht gefunden. Die Besetzung für ein Blasorchester, die Musik, zum Beispiel Overtüren und so weiter. Und ich habe immer gefragt, wer ist der? Ein Wieprecht. Was ist ein Wieprecht? Wieprecht war ja überhaupt der Organisator, wenn man so sagen will, der preußischen Militärmusik, ja. Aber es gab da die Harmoniemusik, das war das große Militärorchester, so wie wir das heute verstehen, mit Holzbläsern, mit allem drum und dran, Schlagzeug. Kavalleriemusik, da waren nur alles zu Pferde, da war nur der Kesselpauker vorne, das war das einzige Schlagzeug und die anderen saßen zu Pferde. Wilhelm Wieprecht, der große Reformer der Heeresmusik, Direktor der gesamten Musik des Gardekorps, war, man mag es kaum glauben, Zivilist und blieb es auch. Eine Fantasieuniform zierte ihn während der Konzerte. Erstmals 1838 führte er 1000 Bläser und 200 Trommler zu einem Monsterkonzert zusammen, das der berühmte Künstlerkollege Hector Berlioz erlebte. Stellen Sie sich vor, dass er eine Masse von mehr als 600 Musikern unter sich hat, welche alle gut vom Blatt lesen, den Mechanismus ihrer Instrumente gründlich kennen und von Natur aus mit unermüdlichen Lungen und ledernen Lippen bedacht worden sind. Daher die außerordentliche Leichtigkeit, mit der die Trompeten, Hörner und Kornetts die hohen Noten geben, welche unsere Künstler nicht erreichen können. Es sind nicht Regimentsmusiker, sondern Regimenter von Musik. Wieprecht war gerade der Mann, right place at the right time, wir würden sagen auf Englisch. Ich habe von Wieprecht den Triumphmarsch gemacht. Da hatten die Ausgabe von Wieprecht noch selbst. Der hatte aber für Kavalleriemusik geschrieben, also ohne Holzbläser. Und da sind einige knifflige Stellen und so wie das da. Das ging überhaupt nicht. Das ging nicht nach vorne und nach hinten los. Da habe ich gesagt, gib mir mal die Stimmen, was ihr da habt. Dann habe ich mir das mit nach Hause genommen, ja. Und in Ruhe wirklich angesehen, was er wirklich meint, Wieprecht. Und dann langsam geht dann das sogenannte Licht auf und dann kann man schreiben, ja. Und jetzt klingt es wie Blasorchester. Bearbeitungen gehören seit jeher zur Militärmusik.
Anfangs waren sie nötig wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten in dem Musikkurs, später wegen der Erweiterung des Repertoires. Wiebrecht hatte diesen Triumphmarsch ja für Kavalleriemusik geschrieben, also für Trompeten, Hörner, Posaunen und Tuben. Ja. Die Beweglichkeit, die ist ja doch eingeschränkt. Ja. Und da fehlt das Holz, dieses Lockere, was dann erst den Spaß ausmacht. Ja. Das fehlt da. Aber nee, Wiebrecht hatte das so geschrieben, damit die berittenen Truppen das machen könnten. Ja. Wie die das gemacht haben, es existieren ja leider keine Aufnahmen. Ja. Aber es könnte schaurig schön gewesen sein. Da waren ja Läufe drin, die auf Blechinstrumenten zu machen, das ist mir doch Rätsel, wie die das zu Pferde, wie die das gemacht haben sollen. Ja. Zeit damals 1830, 40, er hat ein Blasorchester dirigiert und die Bassstimmen sind immer zu schwach. Sie hatten nur Cantor Fagotten und Fagotten. Und er hat in Berlin umgezogen und in Berlin gibt es zwei Männer, Stolzel und Blümel. Und die haben die Ventile entwickelt und er hat die Basstube patentiert und so für Wiebrecht. Die Basstube und die neue Blechbläser, die chromatische Blechbläser, es gibt keine vor Wiebrecht-Zeit. Der Trick bei so einer Maschine ist eben der, dass zusätzlich zu diesem, wenn wir jetzt dieses Instrument anschauen, die Klangsäule beginnt hier und windet sich hier durch die Maschine und kommt hier unten wieder raus und das ist dann die klingende Länge. Und von der klingenden Länge abhängig ist dann der erzeugte Ton. Und um jetzt die Möglichkeiten zu erweitern, hat man hier praktisch noch zusätzliche Bögen zusätzlich eingeschaltet, die klingende Länge dann noch erweitern. Auf die Art und Weise kann man dann Lücken im Naturtonvorrat überbrücken. Also hier ist es dann so, das ist dann ein Halbtonbogen, das ist ein Ganzton und das ist ein Anderthalbtonbogen. Das heißt, man kann insgesamt drei ganze Töne überbrücken. Und das ist also die klassische Berliner Pumpe, die dann auch lange Zeit bis in unser Jahrhundert hinein produziert worden ist. Hier ist ein Kolben, der sich auf und ab bewegt. Und mittels dieses Kolbens werden über verschiedene Bohrungen dann die Röhren zugeschaltet, beziehungsweise die Klangsäule läuft gerade durch. In der Anfangszeit des 19. Jahrhunderts kamen die Ventile auf, was insofern auch eine gewisse Logik hat, weil ja in der industriellen Technik und schon Ventilsysteme und Rohrensysteme schon seit langer Zeit eingeführt waren und so gesehen ist das eine Parallele, die so ein bisschen auch anknüpft an das Technikbewusstsein, das sich im 19. Jahrhundert dann langsam entwickelt hat. Wir sehen schon das Problem bei den Militärinstrumenten ist immer das, dass man ja damit marschieren muss. Es ist nicht so, dass man irgendwie stehen bleibt, wie möglicherweise noch bei den Oboisten, bei dem kleineren Militärorchester, sondern man muss ja marschieren. Und dazu muss man die Instrumente entsprechend einrichten. Der Trommel kann man sich umhängen, der Trompete kann man in einer Hand halten, das Horn kann man sich auch umhängen, gerade das Waldhorn mit den großen Windungen. Etwas problematischer wird es dann bei dem erst sehr spät aufgetretenen Instrument, nämlich der Tuba. Die Tuba ist sehr voluminös, ist auch gleichzeitig sehr schwer. Und wenn man jetzt damit gehen sollte, dann hat man das Problem, A, man sieht seine eigenen Füße nicht und B, man sieht es nun nicht den Dirigenten. Und da hat man jetzt nun versucht, dieses Instrument anders zu formen, sodass es sich dann von dem Urtypus sehr stark optisch zumindest wegentwickelt hat. Und das sieht man sehr deutlich bei der Tuba. Da gibt es dann die verschiedenen Formen wie Helikon oder als die modernste Form, und die ist auch eigentlich am praktischsten beim Marschieren, das Sousaphon, dass man sich so richtig über die Schultern hängt und man kann durchgucken und der Schaltrichter, das Schaltstück geht noch über den Kopf nach vorne. Ohne Sousaphon, aber im Gleichschritt, sind hier unter den Linden Generationen von Militärmusikern entlang marschiert. Wir sind damals von Altmoabit, da war das Wachregiment untergebracht. Und wir haben uns als Orchester
mit dem Orchester vom Wachregiment immer abgewechselt. Mittwoch, Freitag und Sonntags war mit Musik, die anderen Tage ohne. Und da von Altmoabit bis zum Ehrenmal und wieder zurück, anderthalb Stunden haben wir gebraucht. Sie kennen ja wahrscheinlich den Weg, ja, wenn Sie Berlin kennen. Ja, und dann im Sommer, die damals die Uniform, die Knobelbecher, die Stahltüte auf dem Kopf, ja. Wir hatten kaum den ersten Marsch runter, dann liefen schon die ersten Schweißtropfen. Ja. Und trotzdem werde ich nie vergessen, wenn wir am Reichstagsgebäude vorbei zum Brandenburger Tor, da durch und am Brandenburger Tor eine bestimmte Strecke vorher, wenn wir spielten, Abriss, dann kamen Spielleute, waren ja bei, die Locke, und genau unterm Brandenburger Torbogen setzte der Preußenmarsch ein. In Deutschland liegt, ja, Preußenmarsch. Genau unterm Brandenburger Tor musste das Deutschland liegen kriegen. Und wehe, das hat nicht hingehauen. Ablösung. Im Exerzierschritt. Mit anderer Hymne, aber gleicher preußischer Disziplin, begleiten die Musiker 40 Jahre später die Wachablösung, sekundiert von Schaulustigen. Und 100 Jahre zuvor? Die Meile zwischen Brandenburger Tor und Neuer Wache ist die Parademeile gewesen. Immer im Gleichschritt, mit Pauken und Trompeten, zur Erbauung des Volkes. Anlässe fand man einigen Preußen immer, Militärmusik zu spielen. Da gab es keine Schwierigkeiten. Die großen Schlachten natürlich. Nun hatten wir ja lange keine Schlachten gehabt. Aber Kaisers Geburtstag, Königs Geburtstag natürlich vorher. Das ist ja so, dass für gerade Leute, die aus den sozialen Unterschichten kommen oder aus den sozial nicht besonders gut gestellten, ist das Militär ja eine besondere Glückszeit. Schwer arbeiten mussten sie alle, das kannten sie, und das koloniert werden, das machte ihnen nicht viel aus. Aber dafür hatte jeder sein eigenes Bett, hatte morgens, mittags und abends regelmäßig und gut zu essen. Junge Leute haben immer Hunger, aber gemessen an dem, wie man im zivilen Leben. Und man bekam eine schicke Uniform und bunte Bänder und Litzen und hatte ein Säbel und Trotteln und was da so alles ist, das sah ja sehr schön aus. Nicht? Das sind ja die Glanzseiten des Militärs. Der bunte Rock bestimmte das Bild der ganzen Stadt. Und so auch das Militärorchester, die Militärkapelle. Ob bei Paraden oder in den Vergnügungsetablissements, das Volk war in Massen dabei. Wo aber Militär und Musik derart zum Leben gehörte, da waren Spott und Verballhornung nicht weit. Auch die heutigen Berliner haben ihren Spaß an den lustigen Preußen im Kindertreff in der Hasenheide. Simplicissimus, wie die preußischen Offiziere in ihrem Verhalten persifliert wurden. Und da spielt die Militärmusik auch eine Rolle. Gucken Sie sich die Karikaturen von Karin Dasch an, dem Franzosen, der über die Preußen giftige Karikaturen gemacht hat, aber die also sehr viel Wirklichkeit spiegeln. Das heißt, damals stand denen das auch schon zum Hals raus. Warum? Weil es zu viel war. Immer mehr dasselbe. Sie haben, in der wilhelminischen Zeit war ja alle Nase lang Parade. Also, und bei Hitler noch mehr. Und in bis dahin nicht gekannten Massenaufmärschen. Also ich bin hier
als Posaunist und das sind alles Musiker. Als Mussolini Staatsbesuch gemacht hat in Deutschland damals, ja, da wurden die ganzen Militärorchester zusammengezogen. Da haben wir hier den großen Zapfenstreich gemacht. Also nicht viel Konzert, aber der Triumphmarsch aus AIDA wurde gemacht. Da waren die AIDA-Trompeter, aber wie viel kann ich nicht mehr sagen, aber bestimmt 20, mit diesen langen AIDA-Trompeten, kennen Sie ja auch, ja. Und da haben wir den Triumphmarsch aus AIDA gemacht, mit dem ganzen Orchester. Ja, das ist was Besonderes, ja. Heute würde ich vielleicht anders darüber denken. Die Menschen wurden missbraucht und die Musik half dabei. Und so wurde auch die Musik missbraucht. Die ursprüngliche Funktion der Militärmusik, die auf einen bestimmten, aber eingegrenzten Zweck zugeschnitten war, also meinetwegen Sonntagnachmittags oder wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren oder Schlacht oder so weiter, wurde dann eingesetzt als Signal für bestimmte politische Einstellungen oder für politische Strategien. Also Hitler mit dem Badenweiler Marsch oder so etwas Ähnliches. Wobei man aber auch wissen muss, dass der Militärmusik viel mehr angelastet wird als der klassischen Musik, der sogenannten. Nicht? Also es wurde zum Beispiel im Dritten Reich, war die Propagandafunktion von den Berliner Philharmonikern mit Beethoven und dergleichen oder der Vorspann zur Wochenschau mit Liszt, Le Prélude und so weiter, das war zum Teil viel stärker. Ich habe mal jahrelang Wochenschauen analysiert und der Anteil der Militärmusik an der Propagandawirkung der Wochenschau ist minimal. Vergleichsweise sind 10 oder 20%, alles andere ist andere Musik. Das, was man symphonische Dichtung nennt oder was man dafür hält. Und dann wurde also sozusagen die Kunstmusik dafür auch missbraucht. Das wurde aber wegignoriert hinterher. Die Militärmusik blieb. Warum? Weil sie so schön anschaulich war, mit Uniformen verbunden war. Dabei hatte die Militärmusik einst der sogenannten klassischen Musik bei den Massen erst den Weg bereitet. Schon lange wurden durch die Militärkapellen die Melodien von Oper und Konzert unter das Volk gebracht. Neben dem originalen Marsch, dem Galopp oder der Polka spielte und bearbeitete man vor allem die Musik von Zeitgenossen. So standen beispielsweise Verdi, Wagner, Liszt, Mendelssohn, Meyerbeer auf dem Programm, aber natürlich auch Weber, Mozart und Händel. In den Garnisonsstädten in Brandenburg-Preußen, wie unter anderem auch in Neuruppin und Frankfurt-Oder, waren die Militärkapellen ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens. Und sie musizierten nicht nur bei Parade und Platzkonzert. Aus der Literatur weiß man, dass also die Militärmusiker abends in den Theaterorchestern spielten. Das war also für sie gewissermaßen ein Nebenverdienst und sie waren ja exzellente Musiker, sie konnten das. Hier in Frankfurt-Oder wohnte einer der bedeutendsten preußischen Militärmusiker. Mit 10 Märschen war er in der preußischen Armeemarschsammlung vertreten, die auf Anregung von Friedrich Wilhelm III. Entstanden war. Keiner hat mehr geschafft. Gottfried Piefke war ein Mann mit einem sehr, sehr großen Selbstwertgefühl. Und zu seinen Lebzeiten spottete man manchmal auch über ihn und lächelte. Und ich glaube, dieses Auftreten von ihm führte wohl dann zu der Bemerkung, bezogen auf andere Leute, die ein ähnliches Auftreten hatten, so ein Piefke oder mein Gott, ist das ein Piefke. Aber ich muss sagen, er war ein großer Könner. Es gab wohl kaum einen anderen Militärmusiker in dieser Zeit, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, der ihm etwas vormachen konnte.
Er spielte alle Instrumente, die in seinem Orchester verwendet wurden, selbst. Und er konnte die Musiker dadurch auch hart an die Kandare nehmen. Er war manchmal sogar ein bisschen ungerecht, wie man schreibt. Aber das wurde natürlich durch eine großartige Leistung seines Klangkörpers wieder wettgemacht. Da gibt es ja den Königgrätzer Marsch vom Gottfried Piefke, wo dann das Volk immer sang, der Piefke lief, der Piefke lief, der Piefke lief die Stiebel schief. Das hängt einfach damit zusammen, dass er ja als Infanterist riesige Strecken in den drei Kriegen zurücklegen musste. Und diesen Text sangen natürlich auch die Zwölfer zu dem Königgrätzer Marsch, um die Leibgrenadiere damit etwas zu ärgern. Die Achter, also die Leibgrenadiere, revanchierten sich dann etwas. Sie sangen dann zur Melodie des Alexandermarsches, das war der Parademarsch der Zwölfer. Die Katze pupt, der Esel scheißt, das ist der rechte Zwölfergeist. Ein Spottvers gab's natürlich auch zu diesem Signal. Zu Bett, ja. Wer eine hat, wer keine hat, muss auch zu Bett. Der Zapfenstreich war ursprünglich ein Signal, was dazu diente, den Militärs, den Landsknechten zu signalisieren, jetzt wird der Zapfen gestrichen, nämlich der Bierhahn zugemacht. Es kommt also direkt aus der musikalischen Alltagsstruktur der Landsknechte. Und das war immer zum gleichen Zeitpunkt, also jedenfalls, wenn dann Schluss war, 22 Uhr, Zapfenstreich, nicht? Und wenn dann einer weitersauft, dann hat er über den Zapfen gehauen, nicht? Das gab's, habe ich auch noch miterlebt, wo man dann unterm Zaun durchkroch. Und das hat sich dann auch so verselbstständigt, man wusste dann längst nicht mehr, dass das was mit Bierhahn zu tun hatte, sondern das war eben dann ein Signal, von einer Lebensform in die andere überzugehen, denn dann musste man sich in seinen Strohsack zurückziehen und musste die Klappe halten. Das hat sich dann als Schlussritual des Soldatenlebens am Tag, hat sich das verselbstständigt und ging dann langsam in die feierliche Form des Tafelstreichs über. Es kam dann auch ein Choral dazu und das war dann sozusagen das Schlussritual. Ist denn die Militärmusik überhaupt noch Militärmusik? Eine militärische Bedeutung haben wir insofern nicht mehr, dass wir nicht mehr zur Signalgebung dienen. Das ist nur noch ganz klein übrig geblieben. Das sind so Anhängsel, wie zum Beispiel das Flaggensignal bei der Flaggenhissung oder eben bei den ganz großen militärmusikalischen Veranstaltungen wie dem großen Zapfenstreich. Das ist ja immerhin diese ernsthafte Verbindung zwischen Soldatsein und Militärmusikerdasein. Wichtige Aufgabe der Musikkurs ist heute, neben den protokollarischen Ehrendiensten, die Verbindung zur Bevölkerung, die Werbung und die Imagepflege. Und so finden wir das Luftwaffenmusikkorps 4 wieder auf dem Tempelhofer Flughafen mit ganz anderem Sound. Wo zur Kaiserzeit paradiert wurde, ist heute Platzkonzert.
Auch das Polizeiorchester Berlin bemüht sich mit heißen Rhythmen und neuem Sound um das Publikum. In den Schulen verbindet es musikalische Bildung mit einem Antigewaltprogramm. Schon in den 50er, 60er Jahren, als West-Berlin noch kein Armeechor hatte, hat sich zur traditionellen Blasmusikbesetzung des Polizeiorchesters die Big Band hinzugesetzt. Mit den Amerikanern, mit den Ausländern zu tun hatten. Wir hatten die großen Konzerte hier von der Gewerkschaft der Polizei, und zwar Gute Freunde musizieren für Berlin. Da waren die alliierten Musikkorps, und da waren wir in Konkurrenz. Und die Amerikaner, die sind doch supermodern, die Engländer auch, aber mehr Tradition, die Franzosen auch. Also, und da waren wir natürlich gefordert. Jetzt muss ich auch Glenn Miller machen. Und das haben die Leute von mir auch verlangt, nicht? Und so spielt das Polizeiorchester Berlin quer durch alle musikalischen Genres an diesem Ort, an dem sich die Berliner heute, wie schon vor 150 Jahren, mit Musik vergnügen. Berühmt waren ja die Pfingstkonzerte im Zoo. Ab 5 Uhr setzte schon Sonderzüge ein, um die Familie hinzuschreiben. Du musst dir vorstellen, im Zoo sitzen die nun rum. Völlig verschlafen, die Kinder mürrisch, weil sie so früh aufstehen mussten. Und am Nebentisch saß dann die feine Gesellschaft, die durchgefeiert hatte, und zerknitterten Frecken und zerknitterten Abendkleidern und tranken natürlich weiter ihre Schnäpse. Das war der Gegensatz. Aber um das zu beantworten, es waren natürlich Nachmittagskonzerte, waren Familienkonzerte mit Kaffee und Kuchen und oder außerhalb auch mit saurer Milch und Schwarzbrotkrümeln und Zucker drauf. Also wir hatten Sommer, da konnte man bis abends um 11 und ja, bis nachts im Zoo sitzen, nicht? Das war also, und da konnte es uns passieren, dass wir nachmittags um 4 angefangen haben und nachts um 11 sind schöne, da fängt er mit Puccini an. Und wir sind natürlich, als Bläser ist man ja nach so langer Zeit nicht mehr auf dem höchsten Leistungsstand. Und dann haben wir uns dann abgequält. Dieses, was wir hier in Berlin hatten, diese Verbindung von Gartenkonzerten und Militärorchester, einmalig war, das hatte weder Paris, hatte weder München noch Wien noch Prag, das war nun einmalig. Und es gibt ja diese eine Anekdote, dass ein Jahrgang des Militärs entlassen wurde, schon am Ende des Jahrhunderts, und Bismarck machte eine Inspektion und fragte den einen Soldaten, wann er denn nach Hause zurück wollte. Dann sagte er, geht nicht nach Hause zurück, er bleibt in Berlin, denn wo in der Welt, überhaupt auf der Welt, gibt es das? Im Freien sitzen, im Freien Musik hören und im Freien sein Bier trinken. Das haben wir nicht in Pommern. An so heiterem Ort behauptet sich die Militärmusik heute, aller Vereinnahmung durch die Politik zum Trotz, als Musik zur Unterhaltung. Ich gehöre ja noch so zu den Letzten, die im Krieg dann Helden spielen mussten. Also ich sehe das gerne von hinten. Und zwar nicht deswegen, weil ich prinzipiell Militärmusik für schlecht halte, sondern weil sie für mich eine Bedeutung hat, die Assoziationen weckt, mit denen ich im Grunde genommen meine Probleme habe. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Thank you.
Tsching Tsching und Paukenkrach. Noch aus der Ferne tönt es schwach. Ganz leise Bum 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 Tsching. Zog ein bunter Schmetterling